So, willkommen zurück zur Let's Play Live Show zum 24-Stunden-Marathon. Jetzt mit, immer noch mit GTA. Minecraft. Ja, so. Werde ich währenddessen mal. Kann ich hier ein bisschen Licht. Ja, ich glaube, das ist ganz okay, wenn ich das so mache. Ne? Kann ich ein bisschen Licht dunkeln? Man sieht mich ja noch. Huhu. Passivmodus mal eben deaktivieren. So, du wolltest zur Waschstraße, ne? Da unten, wo die war. Ich mach mal eben so einen Wichtpunkt dahin. Die war. Da war die gewesen. Wuhu, weiter geht's. Ja, hallo? Was machst du denn da? So. Gruselig. So. Wie geil da diese Vordächer haben wen waren. Hey Angelrock, guten Morgen! Was macht das Befinden? Alles supi, alles top. Ne? Schön, dass du wieder da bist. Ja, wir sind umgeswitcht. Wir hatten 10 Stunden lang Resident Evil von 8 Uhr. Wann haben wir mit Resident Evil aufgehört? Wann war das? 5? Ne, 4? 4 Uhr? Oder? Später? War das schon 6 Uhr? Nee. Warte mal, wir haben jetzt 8. Wir spielen jetzt fast 2 Stunden, spielen wir jetzt GTA. Warte mal, 6, wir haben jetzt 8, 7, 6, also 5 Uhr, glaube ich, 5 Uhr war das, glaube ich, circa gewesen. 5, halb 6 haben wir Resident Evil gespielt, also 10 Stunden. Und dann haben wir geswitcht auf, Jelmit, Hallöchen. Und dann haben wir halt geswitcht auf GTA Online. Wir sind jetzt hier gerade so ein bisschen am Rumfahren. Ich habe Resi durch, ja, wir haben Resi durchgespielt. Das hat echt noch lange gedauert. Ich hätte nicht gedacht, dass wir noch echt so lange brauchen. Aber ja, den Rest habe ich eigentlich noch so selber so ein bisschen gut. Kleinere Tipps gab es dann von Bodycount. Der hat mir da auch so ein bisschen weitergeholfen. Fahr den Wegpunkt entlang. Ach so. Ich fahre gerade nicht. Ich lasse mich gerade ein bisschen rumkutschieren, ein bisschen quasseln mit ja, den Leuten, die wieder da sind. Und ich freue mich, vor allen Dingen jetzt Leute wieder zu sehen, die ja gestern Abend da waren, die jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr geschlafen haben wie ich. Und ich muss mir mal die Nase ein wenig putzen. Moment, mir läuft. Irgendwie ist meine Nase ist zu. Ich muss meine Nase irgendwie putzen. Und zwar ist die Einfahrt. Genau, jetzt hier rechts einmal rein. Genau, hier vorstellen quasi, vor dieser Einfahrt. Und dann halt Digipad nach rechts. Müsste dir eigentlich auch anzeigen, wenn du davor stehst. Ne, weiter davor. Direkt vor der. Jetzt hier vorstellen rechts. Genau, fährst ein Stück rein. Genau, weiter und dann, genau. Moment, kleiner Moment, das muss ja gar nicht. Ich finde es gut, dass du auf die Kommentare eingehst. Oder ich finde es cool, dass du auch auf die Kommentare eingehst. Bei den großen Channels wie Unge oder Gronkh geht es ja nicht. Ja, das Problem ist halt, dass bei denen natürlich sehr, sehr viele gucken. Und da über. Na gut, da kann man auch wirklich. Also, ich sag mal, Gronkh, genau, Gronkh versucht eigentlich, die anderen versuchen es auch. Nur das Problem ist halt, wenn da so viele. Wenn da wirklich so viele Leute und Zuschauer sind, dann fliegt der Chat durch. Du musst wirklich auch lernen, das schnell dann zu lesen, um da auch ja beizubleiben. Natürlich fliegt dann auch mal ein Kommentar durch, den man vielleicht übersieht. Das wird, sag ich mal, wenn hier auch so viele Leute. Das habe ich ja gemerkt, zum Beispiel, wie wir 200 Zuschauer hatten bei. Wo war das? Bei Alien, glaube ich, war es gewesen, ne? Da flogen auch die Kommentare relativ häufig durch und da musste ich auch erstmal so ein bisschen durchrattern. Aber gut, wenn ich am Rechner sitze, dann kann ich ja mehrmals gucken. Da kann ich ein bisschen noch nachträglich nochmal auf was antworten. Das ist ja immer so eine
so eine Möglichkeit. So, ich bin immer noch bei Wasser. Ich muss mal gleich so ein Energy trinken. Der muntert mich dann wieder ein bisschen auf. Aber ich bin jetzt eigentlich wieder ein bisschen munterer wie vorhin. Vorhin war ich schon so ein bisschen. Ja, das wird jetzt, weil es heller wird und halt, genau, weil wir GTA ein bisschen spielen, weil ein bisschen lustig ist. Na? So. 12 Zuschauer. Wahrscheinlich schalten jetzt die ein, die bei Resident Evil vorhin eingeschlafen sind. Das war das Faszinierende. Ich hatte bei Resident Evil bis zum Schluss waren es 33 Zuschauer. Also ich glaube so 32, 33. Und dann hatte ich halt gesagt, dass ich halt jetzt umswitche auf GTA, auf GTA 5 online, weil halt das im Voting gewonnen hatte auf Facebook. Anschließend kommt dann halt Alien. Also ich arbeite das dann so runter. Das Voting und habe dann gesagt, ja, ich switche jetzt auf GTA, wird ein bisschen dauern, weil ich dann mich auf der Couch hinsetze und sowas alles. Und ja, und dann waren auf einmal nur noch 8 da oder 5. Wahrscheinlich werden viele eingeschlafen sein und haben es gar nicht mitbekommen. Das wird wahrscheinlich so gewesen sein. Oh. Was zockst du noch nachher noch so? Ja, Alien wird auf jeden Fall kommen. Wie gesagt, ist im Voting als zweiten Platz. Alien. Ich muss mal kurz schauen, was mein Rechner da gerade anzeigt. Der Computer zeigt da gerade was an. Ich bleibe mal bei Konsum im Auto sitzen. Ist er automatisch im Ruhezustand? Was ist ein Ruhezustand? Nein, der Computer soll doch nicht jetzt im Ruhezustand gehen. Was soll denn das? Ich kann noch mal eben kurz schauen, wenn ich jetzt gerade eher am Rechner hier gerade stehe. Ja, Alien Isolation, Evil Within. Also Alien Isolation wäre jetzt der zweite Platz mit 4 Stimmen. Danach kommen 3 Stimmen für Evil Within. 2 Stimmen oder was anderes. Darunter fällt dann Outlast. Ich weiß gar nicht, ob wir das alles noch schaffen, alles unter einen Hut bringen. Ich würde aber sagen, ich fange vielleicht. Ich muss mal gucken, ob ich. Ja, ich glaube nach Grand Theft Auto vielleicht Outlast, vielleicht aber auch Alien. Ich muss mal gucken. Ich weiß noch nicht, wie ich das handhabe, wann ich das mache. Und dann geht's da natürlich spannend weiter. Nette Sammlung, muss ich ja mal sagen. Uiuiui. Alles geklaut, bis auf. Ja. Die ist geklaut? Okay. Geil. Ist ja krass. Okay. Der Mini. Nee. Ich glaube nicht. Ich steige jetzt in das Auto ein, was dir gehört, wo du jetzt mitfahren möchtest. Dann fahre ich mit. La 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 la. Ich habe immer noch die Socke auf dem Kopf. Riech mal an meine Socke. Nach Eichelkäse riecht die. Die Socke. So. Okay. Auch rot. Rot. Ich liebe rot. Ich liebe rot. So, dann chauffieren Sie mich mal. Ja, seht ihr mich doch, ich bin noch da, hallo. Sehr geil. So, jetzt, was? Was denn jetzt? Warum bin ich denn ausgestiegen? Ich habe keinen Zutritt zum Fahrzeug? Hast du es umgestellt? Was es nicht mehr für Freunde ist? Was hat die denn? Hör auf, hier rumzurotzen. Ja, nee, ich komme nicht rein. Ich kann nicht. Ich kann auch durchlaufen. Lalala. Ah, jetzt. Ah, jetzt, ja. Ah, jetzt geht's. Ja, wunderbar. ja, Wahnsinn. Nee, wie gesagt, also ich denke mir mal, dass jetzt viele vielleicht auch jetzt gerade aufstehen. Ja, jetzt ist ja 8 Uhr. Jetzt ist so die Zeit. Es sind wahrscheinlich schon welche um 7 Uhr aufgestanden und so. 7 Uhr, 8 Uhr. Jetzt ist die Zeit. Mal so ein Aston Martin, sowas. Jetzt lässt er mich einfach hier stehen. Das glaube ich ja jetzt nicht, ey.
glaube, der stinke hier. So. Bin mal gespannt, wann die anderen Leutchen dann mal im Stream wieder auftauchen, die von gestern Abend und so. Wann die wieder fit sind. So. Huch. What the fuck? Wow. Was machst du da? Aua. Wir sollen weggehen von mir. Das Auto gehört mein Freund. Ich darf das fahren. Seht ihr mich noch? Hallo? Ich hoffe, ja, ich hoffe, ihr seht mich noch. Ich habe ein bisschen das Licht gedimmt oder ausgemacht, weil, es ja schon so langsam hell wird und da brauche ich ja jetzt kein großartiges Licht mehr anmachen. Also das ist ja... Ja, ich habe das jetzt hier gerade hinterm Haus stehen. Ich habe, weil ich gerade so von der Polizei ein bisschen flüchte. Scheiße, Mann! Oh, fuck, Alter, in der Karre. Mit Kreis? Achso, kannst du nicht, weil du passiv im Modus bist. Ich muss ein Auto irgendwie hier woanders hinstellen. Ich habe gerade einen Polizisten erschossen und ich stelle das Auto einfach mal hier in die Siedlung hier. Irgendwo hier hin. Was macht er denn da? So. Ja, ja. Die nehmen dann andere Autos, so Passantenautos und sowas. Das wird knapp. Ja. Unfucking real. Ja. Okay. So. Oh Mann, ey, jetzt. Ich habe auch 3 Sterne. Mann, fuck, der Heli soll verschwinden. Das ist. Mann, geht weg. Weil die sollen weggehen. Die sind immer noch hinter mir her. Verdammte Axt, Mann. Scheiße. Lalalalalala. Ich bin der Sternmann. Ich bin der Sternmann. You fucking piece of shit. Ich rufe nochmal Lester an. Hey, what's going on? Okay, so, my friend. I'll take care of the LSPD. Leave it to me. Ey. Was hast du denn da? Was ist das denn? Was hast du denn da gefunden? Ich will mal kurz gucken, was das Gizmo hier mit rumspielt. Ey, bist du verrückt? Das sind Schrauben. Hör auf, damit rumzuspielen. Tüte Schrauben. Wo hast du die denn schon wieder hergefunden? Gibt's doch gar nicht. Ah, Mann. Ja. Wolltest du den Schrank fertig machen, oder was? So. So, dann gucken wir mal. Wir müssen jetzt hier irgendwie... Das weiß ich nicht. Ich kann über die Hecke nicht springen, natürlich. Das ist ja ein Highlight. Ja. Okay. So. Lalalalalalalala. Ich bin der Sockenmann, Sockenmann, Sockenmann. Ich bin der Sockenmann, Sockenmann, weil ich's kann.
So. Ich bin jetzt Besitzer der Party. Was? Konsumer, die Party verlassen? Mach's gut. Komm wieder, wenn du keine Zeit hast. Dann müsste ich ihn ja theoretischerweise einladen. Oder hat er die Einladung noch? Das ist jetzt eine gute Frage. So. Ah ne, hat er noch. So. Was denn? Hey. Was denn? Aua! Fährt der mich einfach an? Das gibt's doch gar nicht. Ja, ja. Komm raus da. What's going on? Jetzt fängt er an zu heulen. Guck mal hier, was ich für dich habe. Guck mal. Hier, einen, den ich hier, der mich angefahren hat. Ich fahr dich auch mal an. So. Was denn? Wieder mich jagt, lol. Hallo? Oh, oh, Entschuldigung. Hey, was ist denn da? Oh. Das war nicht sehr intelligent. Hey, das sieht kultig aus, das Auto. Das nehmen wir mal mit. Jawohl. Uah. Ladies and Gentlemen. Ich fahre ein Kultauto. Wow. Ja, ich hatte dein Auto sicher geparkt gehabt. Ey. Es ist Kult. Ja, ja. Huch. Sollen wir mal eine Rennmission oder sowas machen? Warte mal. Online. Job, jups. Hosten. Rockstar zertifiziert. Nehmen wir mal das hier. Muss ich dich da mal einladen jetzt gleich. So. Warte mal, wie kann ich denn hier einstellen bestätigen? Meine Partymitglieder, genau, so. Ja. So. Code 1391. Nüsse, meine Nüsse. Wo sind denn meine Nüsse? Ich habe meine Nüsse immer bei mir. So. Können Sie mal beigetreten? Ich würde sagen, dann machen wir mal Start. Und dann geht's auch schon los. Welches Auto nehme ich denn? Ich weiß es gar nicht. Ich muss mal gucken. Da ist ja noch mein Auto. Ja, juhu. Ich find's gerade lustig, wie der Maskenmann vor dem pinken Auto steht. Ich glaube, ich nehme das Auto. Oder?
Nehme ich das Auto? Ich glaube, ich nehme das. Gibt es noch andere Farben? Oh, geil. Komm, nehmen wir. Ist ja egal. Ja, fortfahren. Ich bin bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Wo bist du denn? Ach, da. Hui. Hua. Dann aber nachts, ich sehe doch nichts. Heißes Pink habe ich gewählt. Heißes Pink. Ja, jetzt sind einfach mal abgeschossen. Mach's gut. So. Was denn? Hilfe. Wo bleibst denn du? Konzentration lässt. Checkpoint. Wo bist du? Aua. Huch, Hilfe. Oh. Scheiße, fuck. Nein, 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 nein. Liebes Auto, liebes Auto. Oh. Oh. Fahr doch einfach. Mann. Ey, morgen. Hab einen Kaffee aufgesetzt. Reiche dir mal virtuell einen rüber. Ja, danke schön. Hallöchen, ihr beiden. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass einige doch beim Resi-Stream eingeschlafen sind. Also nicht beim Gucken, sondern dass sie es nicht mitbekommen haben, halt so zum Ende hin, dass ich das Spiel gewechselt habe. Und weil zum Ende hin waren es doch über 30 Zuschauer, also 33, 32, 33. Und danach waren es nur noch 5 oder so. Und dann zwischendurch mal 8. Und zwischendurch mal 8 und ja, jetzt so langsam trudeln sie alle wieder ein, um zu gucken. Ne, weil es Neugier ist auch. Jetzt finde ich es so lustig. Ist er noch online? Ist er noch da? Ja, ich bin noch da. Hallo, ich bin auf der Couch am Sitzen. Huh, ich lebe noch. Alles in Ordnung. Alles super. Uah. Denk an deine Ecke, ne? Uah. Uah. Ich sag doch, denk an deine Ecke und fahr selber da dran. So. Oh, einen leckeren Kaffee. Ich glaube, ich werde mir auch nachher nochmal einen Kaffee machen. Aber erstmal trinke ich gleich einen Energy. Uah. Ja. Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut von mir. So. Ich fahre immer noch heißes Pink. Na toll. Das ist echt das geilste Auto, was ich je gefahren habe. Du wirkst aber echt noch fit. Ja, natürlich. Scheiße, fuck. Eigentlich bin ich ja gewohnt, es ja nicht 24 Stunden durchzuziehen, sondern ich kenne zum Beispiel 12 Stunden arbeiten, ist ja für mich nichts Neues. Nachtschicht arbeiten ist nichts Neues und sowas alles. Und ich hatte nämlich auch schon mal von einer 12-Stunden-Nachtschicht bin ich mal wach geblieben, weil mich irgendwas interessiert hat, auch beim Zocken. Und ja, hab dann noch irgendwie nach einer Nachtschicht, nach einer 12-Stunden-Nachtschicht, glaube ich, immer noch, ich glaube, 6 Stunden bin ich dann nochmal wach geblieben oder 7 und dann bin ich erschlafen gegangen.
Also mir macht das so eigentlich gar nichts. Das ist so und Dingen, das ziehe ich einfach durch und fertig. Und wenn ich mir was als Ziel gesetzt habe, dann mache ich das. Ja. Voller Energie und Elan. Ja, ich glaube aber so zum Ende hin. Ich glaube bis dahin. Also jetzt noch, circa 11 Stunden noch. Ich glaube, da müsst ihr mich ein bisschen aufmuntern. Ich glaube bis dahin, da wird es, glaube ich, ein bisschen haarig. Und falls jetzt die Frage kommen sollte, hast du schon an Abbruch gedacht? Hast du schon gedacht, ach komm, ich schmeiß die Kacke hin, warum? Nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich bin total müde, ich brauche jetzt doch Schlaf. Ja, den Moment gab es, aber nur ganz kurz. Und zwar war der nämlich so gegen 3 Uhr. Was macht er denn?